Wir von Gemprotect befinden uns heute bei Sea Life in Speyer. Sie fragen sich bestimmt, was machen wir ausgerechnet bei Sea Life? Nun, wir werden heute eine Hikvision-Kamera hier testen, eine Unterwasserkamera in ein 300.000 Liter großes Aquarium in einer Tiefe von 5,5 Meter. Als erstes, als zweites werden wir natürlich die Kamera weiterhin testen in ein Rochenbecken, wo ganz schöne Bilder gezeigt werden. Also Unterwasserwelt, was man von außen nicht sieht, außerhalb des Aquariums. Es gibt ja ganz viele Fische, die sehr scheu sind. Ein Mehrwert für die Kunden, ein Mehrwert natürlich für das gesamte Sea Life. Zudem werden wir eine Reportage führen. Dafür haben wir hier anwesend meine Kollegin Frau Hübecker, die eine Reportage führen wird. Frau Hübecker, was steht heute alles auf dem Plan? Ja, liebe Zuschauer, heute werden wir einen sehr interessanten Tag hier verleben. Wir werden Bilder zeigen von der Technik, die ein Besucher sonst auch nicht immer sieht, hinter den Kulissen. Und wir werden auch verschiedene Interviews führen mit dort arbeitenden Menschen, mit den Mitarbeitern, die uns ganz interessante Sachen erzählen werden über die Tierwelt, über verschiedene Exemplare, die hier ausgestellt sind, die man hier besichtigen kann. Und natürlich über die ganze Technik, die hinten dran steckt und wie das alles funktioniert. Das werden wir hier sehen heute. Also seien Sie sehr gespannt. Wir gehen jetzt mal rein und schauen uns die Sache mal genauer an. Kommen Sie mit! So, liebe Zuschauer, wir befinden uns jetzt im Innenraum vom Sea Life Speyer und gebe jetzt für eine kurze Präsentation an meine Kollegin Frau Hübecker weiter. Die führt jetzt ein kurzes Interview, damit Sie ein bisschen mehr erfahren können über Sea Life Speyer. Hallo zusammen, mein Name ist Anke Hübecker. Wir sind heute im Sea Life in Speyer. Wir haben hier den Herrn Hadermeck neben uns stehen. Er ist zuständig für die Aquarien im Sea Life Speyer. Weltweit gibt es 50 verschiedene Sea Lives. Und heute in Speyer hören wir uns mal an, was hier das Highlight ist und was man hier alles entdecken kann. Herr Hadermeck, möchten Sie ein bisschen davon erzählen, was so die Highlights sind und auf welche Sachen wir uns hier freuen dürfen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Arndt Hadermeck. Ich bin seit 20 Jahren jetzt hier im Sea Life in Speyer. Wir haben hier sehr viele Umbaumaßnahmen in den letzten Jahren gemacht und wir stehen hier vor einem der großen Highlights. Wenn man hier im Hintergrund schaut, sieht man unser großes Korallenbecken, wo wir halt auch sehr viele Korallen zeigen, die wir auch selber nachzüchten. Die kommen auch alle aus der Pfalz, da bin ich sehr stolz drauf. Sind also keine Wildfänger, also wirklich gezüchtete Korallen. Aber wir haben auch noch andere Projekte, die wir hier machen im Sea Life. Zum Beispiel haben wir die Zucht der europäischen Sumpfschildkröte. Das machen wir seit 2008 in Zusammenarbeit mit dem NABU. Und die züchten wir, ziehen die Tiere 3 bis 4 Jahre auf und die werden dann auch wieder ausgesetzt. Und zwar hier in der Region, in Bohmann-Roxheim und in Neuburg am Rhein haben wir bisher 400 Schildkröten ausgesetzt. Dann haben wir aber auch was ganz Neues. Jetzt in diesem Jahr gibt es auch zum Beispiel für die Gäste, die besonders interessiert dran sind, können die eine Führung hinter den Kulissen von uns bekommen. Also man kann sowas buchen, das kann man bei uns online machen. Und dann haben wir einen Besucherbetreuer dabei, der den Gästen dann auch Sachen hinter den Kulissen zeigt. Also die Technik, das ist auch gerade interessant, halt, wenn man mal sehen möchte, wie es hinter den Kulissen halt aussieht. Da kann man dann reinschauen. Dann haben wir noch andere Zuchtprojekte, die ich persönlich halt sehr, sehr gerne mag. Wir haben zum Beispiel ein paar Arten von Tieren hier, die vom Aussterben bedroht sind, wo wir sogenannte Erhaltungszucht machen. Das heißt, man versucht zu verhindern, dass die Tiere komplett aussterben. Da gibt es zum Beispiel einen Frosch, ich finde den Namen schon toll, das ist der Titicaca-Riesenfrosch. Also ich finde, der Name ist schon Programm, total schön. Oder wir haben den Pazuaco-Querzahnmolch. Das sind Arten, die in der Natur so gut wie ausgestorben sind. Die züchten wir hier und versuchen die auch weiter an andere Zoos zu geben, um halt die Tiere am Leben zu erhalten. Eine ganz tolle Attraktion finde ich auch noch, was man hier machen kann. Man kann Kindergeburtstage auch buchen, Piratengeburtstage oder gerade hier in diesem Bereich, sagte der Herr Hadermeck eben, für verliebte Paare, Heiratsanträge oder Sonstiges kann man hier ein Candlelight-Dinner machen. Also das wäre doch mal eine schöne Idee, ne? Für die, die noch nicht verheiratet sind, mal nebenbei. Ne? Schön. Das ist eine schöne Sache, ja. Definitiv. Dann schauen wir mal, wir werden nachher wahrscheinlich auch noch ein paar Außenaufnahmen machen. Da sehen wir nochmal genau die kleinen Schildkröten, die Sumpfschildkröten, von denen Sie sprachen, von dem tollen Projekt. Dann haben wir noch wahrscheinlich ein paar Haie, die heute zu uns stoßen werden. Wo kommen die her, Herr Hadermeck?
Genau, also wir haben noch ein sehr großes Becken, das ist auch ein Highlight. Da ist unter anderem der Marty drin, manche unserer Gäste kennen den schon, das ist eine große Meeresschildkröte. Und bei ihm in dem großen Becken mit drin sitzt ein Zebrahai-Männchen aktuell, das ist der Franz. Und der Franz kriegt heute seine Damen dazu. Wir machen quasi ein Candlelight-Dinner für die Haie, da kommen zwei Mädels dazu und die haben wir Lissi und Sissi haben wir die genannt, weil wir dachten, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und die sollen heute aus Holland kommen von der Firma De Jong, also die liefern die uns heute. Also wenn wir Glück haben, liebe Zuschauer, kriegen wir das vielleicht auch noch mit. Die neuen Haie im Sea Life in Speyer. Wir haben noch ein Projekt, was ich gerne ansprechen würde. Und zwar ist das der Sea Life Trust. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen? Ja, also der Sea Life Trust, der hat sich auf die Fahnen geschrieben, verschiedene Naturschutzprojekte zu unterstützen. Und da sammeln wir zum Beispiel auch Spendengelder dann für ein. Es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt in den letzten Jahren angefangen haben, in der Karibik, auf Curaçao, Korallenriffe wieder mit aufzubauen. Oder ich habe das selber 2018 schon mal gemacht, dass ich auf Bali war. Und da haben wir dann die einheimischen Fischer unterstützt. Die Riffe, die teilweise zerstört sind durch Klimaerwärmung, aber auch teilweise halt wirklich durch die Menschen, die halt aktiv die Riffe kaputt machen, diese wieder aufzubauen. Und da unterstützt der Sea Life Trust halt mit den Spenden halt solche Projekte. Aber demher haben Sie uns eben auch erzählt, dass gerade Sea Life Speyer auch an ganz vielen verschiedenen Projekten beteiligt ist hier in der Region. Unter anderem die Reinigung des Rheines. Vielleicht können Sie uns da mal erzählen, was Sie letztes Jahr da rausgefischt haben. Ja, also wir machen mehrere Projekte in der Richtung. Und zum einen halt den sogenannten Dreckwegtag. Der ist ja recht bekannt in Speyer, wo wir halt einfach durch die Gegend laufen und den Müll einsammeln. Aber dann haben wir mit einer Tauchschule hier in Speyer zusammen angefangen, auch aktiv ins Wasser zu gehen. Das heißt, wir machen den Global Beach Clean Tag mit. Das heißt, wir machen die Strände sauber. Und da haben wir direkt gesagt, bei uns vor der Tür haben wir den Yachthafen. Und da sind wir als Taucher halt reingesprungen. Und da haben wir unter anderem eine Vespa halt rausgeholt. Die war seit 2001 als gestohlen gemeldet, die Polizei hat die auch nachher abgeholt. Dann haben wir Fahrräder rausgeholt, E-Roller, Handys, alles Mögliche, was da so in den Hafen reinfällt. Und das machen wir einmal im Jahr und aktiv zusammen mit der Tauchschule Frau Schmanni aus Speyer. Dann vielen Dank, Herr Hadameck. Dann haben wir schon mal ein bisschen was gehört. Ich denke, wir werden jetzt mit den Kollegen die Kamera aufbauen zum Test. Und dann sehen wir den Herrn Hadameck im Laufe dieser Aufnahme auch noch mal später auch draußen im Außenbecken. Sehr gern. Ja, liebe Zuschauer, wir legen jetzt los. Eine schöne Zusammenarbeit zwischen Speyerer Firmen, natürlich mit freundlicher Unterstützung von Sea Life Speyer und in Zusammenarbeit mit ESA GmbH Germ Protect und natürlich mit unserem Hauptsponsor bzw. Haupthersteller Hikvision Deutschland. 9. Na? Ausgeschlagen, ne? Ausgeschlagen. Oh. Also nur vorne. Nach oben ist da. Oh, Frau Hübecker, fast zum ersten Mal eine Schildkröte an. Magst du auch was sagen? Guck mal, ich hab's ja. Mikro dabei. Komm, sprich mal. Zack, wie Sie sehen. Er mag keine Mikros, er mag lieber Bürsten. Oh, schön. Schön, ne? Hier sehen Sie noch ein bisschen was, deswegen muss ich nämlich hier lang laufen. Hier habe ich jetzt einen Inkubator, das heißt, der steht auf 30 Grad in seinem Wärmeschrank. Und da haben wir die Schildkröten-Eier drin von unseren Subschildkröten. Wie Sie sehen, am 24.06. sind die jetzt gelegt worden. Aha. Und die brüte ich jetzt aus. Also nicht ich persönlich, aber der Brutschrank macht das. Dauert über den Daumen 60 Tage, das heißt, so Mitte August werden die wohl schlüpfen. Hier kann ich Ihnen nochmal zeigen, hier haben wir die vom letzten Jahr. Da sind die Jungtiere schon ausgeschlüpft. Ne? Das sind die alten Eier vom letzten Jahr von unseren Schildkröten. Und die bleiben so 3 bis 4 Jahre bei uns und wenn die groß genug sind, dann setzen wir die auch aus. Ich zeige Ihnen gleich mal die Babys vom letzten Jahr, die da rausgeschlüpft sind. Aha. Wenn die schlüpfen, muss man sich vorstellen, die sind so groß wie ein Eurostück und wiegen so 4 Gramm. Also sie sind wirklich ganz, ganz klein. Und deswegen müssen wir die 3 bis 4 Jahre aufziehen, weil in der Natur hätten sie es schwer. So, jetzt sind wir an dem Becken der kleinen Schildkröten, die schon geschlüpft sind. Herr Hadameck, was können wir dazu erfahren? Genau, also das sind die Jungtiere vom letzten Jahr. Also die sind letztes Jahr bei uns geschlüpft, hatten dann so 4 Gramm und so ungefähr die Größe von einem Eurostück. Wie man jetzt sieht, sind sie schon deutlich größer geworden.
Und Ihnen fällt wahrscheinlich auf, dass die oben durchnummeriert sind. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Fußballspieler, aber ein paar zu viel, ne? Wir können darauf setzen. Nein, über Fußball mag ich heute gar nicht reden. Aber bei denen ist es einfach so, so können wir die gut unterscheiden. Wir wiegen und messen die regelmäßig und dafür müssen wir die durchnummerieren. Bei den größeren Tieren ist es so, die haben einen sogenannten Chip, den haben sie im Oberschenkel, ähnlich wie Hund oder Katze. Da können wir mit einem Scanner einfach sagen, das ist die Nummer 0815, wie auch immer. Und bei den Kleinen dürfen wir das aber noch nicht, weil die noch zu klein sind für einen Chip. Deswegen kriegen die von uns mit einem weißen Edding eine Nummer auf den Panzer geschrieben. Wie viele haben wir jetzt hier im Becken? Wir sind jetzt alle so durcheinander. Über 50 Stück sind hier drin. Ja. Okay. Über 50, genau. Dann haben wir in dem Außenbereich, da sind die größeren Tiere der letzten 3-4 Jahre. Da haben wir nochmal 90. Und dann haben wir noch unsere Zuchttiere, die haben wir schon mittlerweile seit 2008 hier. Haben wir auch nochmal über 50 Stück. Wie groß werden die so vom Durchmesser? Aber nicht so riesig wie die Schildkröte, wo wir eben waren. Ne? Nein, nicht so groß wie der Martin. Nee, genau. Also die Sumpfschildkröten werden so, die Weibchen werden ein bisschen größer als die Männchen, so 20 bis 25 Zentimeter. Größer werden die gar nicht. Genau. Mhm. Süß. Spannend ist auch noch zu denen zu sagen, beispielsweise, warum die ausgestorben sind. Also gibt es verschiedene Ursachen. Das eine ist halt natürlich, dass die ganzen natürlichen Biotope zerstört wurden. Also sie leben eigentlich gerne im Auwald, in den Rheinauen. Da ist ja sehr viel begradigt worden, die ganzen Flüsse sind begradigt worden. Aber spannenderweise ist bei denen auch so, in Speyer gab es im Mittelalter einen Markt für die Tiere, da wurden die verkauft. Weil alles, was früher aus dem Wasser kam, ist Fisch, konnte gegessen werden zur Fastenzeit. Das heißt, die sind dann wirklich gegessen worden. Ich habe noch ein Rezept von 1777, wie man die zubereitet, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also werde ich auch nicht machen. Aber die wurden früher wirklich als Fastenspeise gegessen. Als Fastenspeise, okay. Genau. Ja, aber gut zu wissen, aber man muss nicht probieren. Ne? Nicht wirklich, genau. Dann erzähle ich direkt hier noch was zu sehen wollen. Und zwar, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir was sehen. Wenn wir da an die Seite gehen, dann können Sie die ganz gut sehen. Schauen wir mal da in der Ecke. Das, ich komme hier rüber so. Das ist der Pazuaku Querzahnmulch. Manche Leute kennen ihn auch eher so als Axolotl, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist quasi ein Salamander, der aber sich nicht zu Ende entwickelt. Das heißt, der ist als Larve im Wasser und der lebt halt im Pazuaco-See in Mexiko und ist da jetzt so gut wie ausgestorben in der Natur, weil aus verschiedenen Gründen. Der wurde zum einen halt früher benutzt, da wurde Hustensaft daraus hergestellt von Nonnen an diesem See, der nicht wirklich was bringt. Aber das war halt so ein Aberglaube, da hat man die halt, und man hat sie gegessen. Man hat früher bis zu 9 Tonnen jeden Tag von diesen Burschen halt rausgefangen aus den Gewässern und hat sie verspeist. Und hier machen wir ein sogenanntes Erhaltungszuchtprogramm. Das heißt, die sind in der Natur wahrscheinlich ausgestorben, aber wir wollen nicht, dass sie komplett aussterben und züchten sie halt. Und mit anderen Zoos, da werden sie auch hin verteilt, versuchen wir die am Leben zu erhalten. Genau. Und die stapeln wunderbar. Sich hier so schön übereinander. Das ist ja, der Feuersalamander ist ja vielen bekannt bei uns, den gibt es ja sehr, sehr häufig eigentlich in all unseren Wäldern. Ich schaue mal, ob wir was sehen können. Naja, natürlich nicht. Das Problem ist bei den Feuersalamandern, die sind nachtaktiv. Deswegen ist es jetzt über Tag schwierig, da was zu entdecken. Deswegen haben die Kollegen da hinten schon mal ein Schild gemacht, weil die ganz gerne sich dann schon mal zeigen, wenn sie wissen, dass es was zu essen gibt. Ah, können Sie einen sehen? Das ist gut. Also beim Feuersalamander ist das Spannende, eigentlich ist er nicht allzu bedroht in Deutschland, aber die Feuersalamander sind von einer Pandemie betroffen. In ganz Europa. Da gibt es einen Pilz. Dieser Pilz geht. Ah, da kommt er raus. Er hat gerade gedacht, jetzt gibt es was zu essen. Und dieser Pilz geht auf die Haut bei den Feuersalamandern und die sterben dann halt oder dran. Und was wir jetzt machen, hier in Verbindung mit der Universität von Trier, haben wir ein Erhaltungszuchtprogramm. Das heißt, das sind richtige Pfälzersalamander, die wir züchten sollen und langfristig, wenn dieser Pilz mal nicht mehr da ist, sollen die wieder ausgesetzt werden. Sie hören es ja an meinem Dialekt, ich bin kein Pfälzer, ich bin Rheinländer. Ja. Eigentlich Biertrinker, ganz klassisch. Bei mir kommt Wein eigentlich nur in die Soße. Aber ich lebe auch seit 20 Jahren hier, deswegen habe ich verstanden, dass die Pfälzer lieben das Duppeglas. Und da haben wir dann damals mit einem unserer Aquarienbauer haben wir gesagt, können wir nicht mal so eins hier reinstellen. Und die Besucher lieben das, gerade die, oh, jetzt wackelt es schon, die Pfälzer haben richtig Spaß daran, hier ein Foto zu machen. Und langfristig habe ich sogar vor, vielleicht den Weltrekord zu brechen, Guinness Buch der Rekorde zu kommen, so eins in ganz groß zu machen. Wir sind noch gerade auf der Suche. Aber dann auch mit Wein füllen. Oder mit Fischen. Oder mit Fischen. Oder mit Fischen. Oder Weinfischen. Ja, aber die Leute finden das total toll. Ich habe damals so gesagt, naja, komm, können wir ja mal machen. Aber die Leute mögen es total gerne. Also hier ist nur Wasser drin. Da ist kein Wein drin. Wir haben es nur so ein bisschen so beleuchtet. Weil nachher trinken die Leute und sehen den Wein da vorne nicht. Ja, aber wäre doch mal eine Möglichkeit, ne? Ja, ja, hat jeder Spaß, ne? Genau. Noch mehr Spaß. Aber das sind so kleine Scherze, die ich halt gerne mache. Ich bin Rheinländer und ich verstehe das voll und ganz. Und ich finde das total gut, sowas. Genau. Und mittlerweile trinke ich sogar Riesling-Schorle. Also so ist es nicht. Genau. Okay, jetzt sind wir fast vorne. Thank you.
So, liebe Zuschauer, wir bringen jetzt die Kamera ins Wasser. Die wird jetzt getaucht. Der Taucher ist dabei. So, liebe Zuschauer, Sie sehen ja hier, das Bild jetzt on screen. Im Wasser, jetzt schauen wir, dass die Haie kommen. So, liebe Zuschauer, man sieht ja hier die Kamera im Wasser, in einem schönen Hai. Und unseren Taucher. Und der schöne Hai. Eine sehr gute Anwendung. Der Taucher, der muss immer dabei bleiben, weil wir hier eine liebe Schildkröte haben. Die beißt ja gerne durchs Kabel. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Sehr schön, sehr schön. Die Schildkröte übrigens als Information wiegt 83 Kilogramm. Ja, hier das Originalbild von der Haifischenkamera. Man sieht ja, wie schnell die Kamera im Nahbereich die Belichtung korrigiert. Also hervorragend für Unterwasseraufnahmen, muss man sagen, sehr gutes Verhalten von der Haifischenkamera. Ja, sehr schöne Aufnahmen. Ja, auch hier ist eine sehr gute Reaktionszeit der Haifischenkamera festzustellen. Hervorragend für schnelle Bilder. So, liebe Zuschauer, wir nehmen jetzt die Kamera wieder raus. Nach erfolgreichen Unterwasserfilmen. Dank unserer Taucher hat die süße Schildkröte das Kabel nicht durchgebissen. Und wir gehen jetzt zu den Rochenbecken. Seien Sie gespannt und bleiben Sie dran. Wie gesagt, die Kamera vom Haivision, man sieht sie. Hier sehen wir nochmal den Herrn Hadamek. Er sieht ganz verändert aus. Er war für uns im Wasser. Hat es gut geklappt? Funktioniert? Ja, wunderbar. Ich hatte ein bisschen Sorge um Ihre schöne Kamera, dass der Martin die kaputt macht, aber der war mehr an mir interessiert als an der Kamera. Und ich denke mal, dass wir ein paar schöne Aufnahmen hinbekommen haben. Hoffe ich. Ja, der Martin ist ja auch ein ganz lieber eigentlich, ja. Ne? Ja. Gut, ja. Gerne. So, nochmal den Herrn Hadamek in seinem schönen Smoking, Wassersmoking. Alles klar, gerne. Auch was die Auflösung der Haivision-Kamera betrifft, hervorragende Bilder. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt die Kamera in ein anderes Becken versenkt hier. Und man sieht ja, das Bild natürlich unter Wasser ist ganz anders als über Wasser. Man nimmt es ganz anders wahr. Man sieht ja hier zum Beispiel auf dem Bildschirm das Bild unter Wasser. Hervorragend. Was sagen Sie dazu als Experte? Ja, ich finde es total toll, vor allen Dingen so eine Technik zu haben, finde ich super interessant. Man konnte gerade gut sehen, da ist gerade eine Scholle unten und die verrückt gerade ein bisschen die Kamera, die bewegt die gerade ein bisschen. Aber sehr interessant, das haben wir ja bei Marti eben ausprobiert, bei der Schildkröte, das hat gut geklappt. Und auch hier in dem Becken finde ich das eine totale Bereicherung, finde ich gut. Finde ich auch. Also normalerweise wird die Kamera natürlich selbstverständlich festgemacht, so dass die Fische nicht drankommen. Und man kann ja das ganze Unterwasserwelt ganz aus einer ganz anderen Perspektive sehen als von oben.
Man sieht ja, oben sind die Fische zum Beispiel, die werden ganz anders wahrgenommen als unter Wasser. So, jetzt sind wir wieder an dem Außengelände bei den Sumpfschildkröten. Was wir eben schon angesprochen haben, da haben wir die Eier gesehen. Herr Habaneck, wie alt sind jetzt diese Exemplare? Also die ganz großen Tiere, die hier drin sitzen, die sind von 2008. Ne? Also die sind schon ein paar Jahre, haben die schon auf dem Buckel. Mhm. Aber wir haben ja auch die kleineren Tiere hier drin. Die sind teilweise 3 oder 4 Jahre nur alt. Und die ganz kleinen, die haben wir in der Ausstellung halt drin. Wie lange ist denn die Lebensdauer? Also man kann schon fast sagen, fast wie beim Menschen. Ne? Also so 80 Jahre können die gut alt werden. Und bei uns, wie gesagt, bleiben die so 3 bis 4 Jahre, bis wir sie aussetzen. Und den Rest müssen sie in der Natur selber erledigen. Okay. Und die Aussetzung ist dann auch hier in der Region, haben Sie gesagt? Genau, also wir haben die ersten 150 Schildkröten haben wir in Bohmann-Roxheim ausgesetzt und die nächsten 250 in Neuburg am Rhein. Und das Tolle ist, das ist direkt an der Grenze zu Frankreich rüber. Und die Franzosen machen das drüben auf der anderen Seite genauso. Das heißt, unsere vermischen sich da mit den französischen Schildkröten und dann hoffen wir, dass sie zusammen Nachwuchs produzieren. Dann gibt es auch dann entsprechend Euro-Schildkröten. Richtige Euro-Schildkröten, ganz genau. Ja, lieber Zuschauer, wir gehen jetzt rein und zeigen Ihnen, bleiben Sie dran, zeigen ein bisschen, was wirklich hinter der Technik hier in Sea Life in Speyer steckt. Die Aquarien, wie sie betrieben werden. Und man fragt sich manchmal, warum der Besuch ein bisschen teurer ist. Natürlich, das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, sehr viel Technik. Die erfordert auch natürlich sehr viele Mitarbeiter. Und ja, seien Sie gespannt, mal hinter der Kulisse bei Sea Life in Speyer mal hineinzuschauen. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt beim Salzwasser-Aquarium und zeigen Ihnen wirklich, was hinter der Aquarien für eine Technik drauf steckt und wie viel Mühe sich die Mitarbeiter mit der ganzen Darstellung geben. Ja, also hier sind wir an unserem großen Korallenbecken. Das Becken hat 10.000 Liter Fassungsvolumen. Hier drin sind halt ausschließlich lebende Korallen, sehr, sehr viele Weichkorallen, ein paar Steinkorallen, einiges an Korallenfischen. Und ich wollte jetzt mal auch ein bisschen was dazu zeigen, was wir da technisch hinten alles dran stehen haben. Ich mache jetzt hier mal eine Klappe auf, dann kann man gerade mal sehen. Hier mal an dem Becken haben wir die Beleuchtung umgestellt. Wir hatten früher sogenannte Quecksilberdampfstrahler da dran. Die haben sehr viel Strom gefressen. Das sind beispielsweise so große Kosten, die bei uns auch dazukommen. Zum Beispiel hat dieses Becken monatlich 2.000 Euro nur an Strom gehabt. Dass man da mal so eine Idee bekommt, was sowas für einen Aufwand bedeutet. Ja, jetzt das ist schon Wahnsinn. 2.000 Euro am Stromkosten nur für ein Becken, Leute. Nur für ein Becken. Genau. Mindestens wie viel Becken haben Sie? Über 40. Über 40. Also kann man sich zusammenrechnen, was tatsächlich an Kosten entstehen, damit die Kinder und die Menschen Fische kennenlernen und live sehen, die man normalerweise gar nicht sieht und mittlerweile auch viele vom Sterben bedroht sind. Ja, bei uns ist es jetzt aber so, zum Glück haben wir nicht an jedem Becken so hohe Stromkosten. Hier ist es halt extrem viel, weil wir brauchen viel, viel Licht für diese Korallen und eine tolle Technik. Und die Technik zeige ich Ihnen jetzt mal. So, das ist jetzt auch ein Bereich, den würde man sehen bei einer Führung hinter den Kulissen. Das wird dann von einem Besucherbetreuer auch erklärt, was wir denn hier alles so zeigen. So. Okay. Hier sind wir jetzt in dem Technikbereich von nur dem Korallenbecken. Diese ganzen Sachen sind nur dafür da, das Becken hinten am Leben zu erhalten. Man sieht hier zum Beispiel einen sogenannten Eiweißabschäumer. Der ist eigentlich dazu da, einfach nur den ganzen Schmutz aus dem Wasser halt rauszuholen. Und auch mal so einen Kostenfaktor zu wissen, was sowas kostet, so ein Gerät kostet 25.000 Euro, nur dieser hier. Dann haben wir hier das sogenannte Reservoir, das heißt, hier läuft das ganze Wasser aus dem Becken rein und wird hier von verschiedenen Pumpen in die einzelnen Filtersysteme reingepumpt. Also wie gesagt, da ist der Eiweißabschäumer. Hier oben drüber haben wir einen sogenannten Ozonisator, da wird Ozon produziert, um noch mehr Schmutz aus dem Wasser aufnehmen zu können. Hier oben drüber sind sogenannte UV-Klärer. Da ist einfach nur ein sehr starkes UV-Licht, was das Wasser entkeimt, Bakterien und sowas abtötet einfach. Hier in dem Bereich haben wir einen sogenannten Kalkreaktor. Das heißt, da wird Kalk letztendlich gelöst und wird dann den Korallen zur Verfügung gestellt. Wenn die wachsen, brauchen die Kalk und da wird der halt mit reingegeben. Dann hier direkt neben uns sehen wir eine sogenannte Osmoseanlage, wo wir unser Meerwasser künstlich selber herstellen. Das heißt,
Wir machen uns erstmal ein destilliertes Wasser und später können wir unser Meersalz selber von Hand dazugeben und mischen das an. Ja, Wahnsinn, was da für eine Technik da hinten steckt. Genau. Für so ein Aquarium hätte man gar nicht denken können. Ja, hinzu, wenn wir die Unterwasserkamera vom Hikvision dementsprechend hier mal fest einbauen für unsere Sea Life in Speyer und damit auch die Kinder die Fische tatsächlich im Wasser sehen können. Das machen wir als Speyerer Unternehmen in Zusammenarbeit mit Sea Life. Wir freuen uns schon sehr darauf und natürlich mit freundlicher Unterstützung von Hikvision Deutschland. Und wie gesagt, diese Tour hinter den Kulissen kann man auch bei uns mit den Besucherbetreuern machen. Ja, also hier kommen wir zu unserem großen Ocean. Das ist unser großes tropisches Becken. Das ist 330.000 Liter Wasser sind hier drin. Das ist 5 Meter tief, das Becken. In dem Becken ist unter anderem dann der Mati, unsere grüne Meeresschildkröte, die große. Dann der Franz ist natürlich hier drin. Das war ja unser Zebrahaimännchen. Der müsste gleich hier wieder seine Runde drehen, kommt zu uns vorbeigeschwommen. Hier sind Schwachspitzenriffhaie drin, Ammenhaie haben wir hier in dem Becken halt drin. Hier gehe ich auch regelmäßig dann tauchen. Einmal die Woche sind wir hier im Becken, machen sauber. Und da kommt der Franz. Der wartet schon auf seine Damen, die auf dem Weg sind zu uns. Und ja, das ist halt, wie gesagt, 330.000 Liter dieses Becken. Und was verbraucht dieses Becken jetzt für an Strom? Und ausgerechnet habe ich es nicht wirklich, aber Sie können sich vorstellen, wir haben an dem Becken beispielsweise 5 Pumpen dran, die haben, jede Pumpe hat 5 kW, also 5 Kilowattstunden und die laufen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Kann man mal hochrechnen, das ist, also immens, ist ganz schön immens, ja. Was da an Kosten zusammenkommt. Also insgesamt haben wir so 12.000 Euro nur an Strom im ganzen Zielwerk in Speyer. Naja gut, wenn wir aber die Kamera einbauen, also da, die verbrauchen nicht so viel. Die verbrauchen ganz wenig. Da bin ich schon mal froh. Okay. Ja, hier sieht man gerade noch so eine kleine Baustelle. Also hier ist ja nochmal unser Korallenbecken, was wir ja schon heute Morgen uns angeschaut haben oder gerade eben angeschaut haben. Hier kommt jetzt ein neuer Bereich mit Quallen hin. Daneben das Becken, was man sieht, da sind so kleine Korallenableger drin. Das wird ein sogenanntes Fragmentbecken. Da kommen dann Korallenableger halt mit rein, die wir dann besser auch zeigen können, wie man die vermehren kann. Hier ist ein Kollege beispielsweise aus dem sogenannten Talk-Bereich, der auch die Führung hinter den Kulissen halt macht. Das ist der Uwe. Genau, hallo. Hallo Uwe. Ja, in dem Bereich entsteht gerade neu. Das ist gerade für ihn dann auch der neue Arbeitsbereich. Das werden die sogenannten Touchpools werden. Touchpools heißt, da dürfen dann auch die Besucher, insbesondere die Kinder, auch schon mal ein lebendes Tier anfassen. Meistens sind das dann Seesterne, Seeigel, sowas in der Richtung. Oder haben wir so Putzerkolonnen da drin, da kommen so Putzergarnelen, die auch den Kindern dann schon mal ein bisschen den Dreck von den Fingern wegmachen. Hier kommt natürlich auch was, gerade für die Kinder toll, Souvenirshop. Schön bunt, schön viel Plüsch, viele Süßigkeiten. Und am besten drehen Sie sich einmal rum, da sehen Sie fast das ganze Sea Life Team. Die arbeiten alle überhaupt nicht. Gucken Sie mal. Da, guck mal, da hocken Sie alle rum. Ja. Genau. Genau, filmen Sie mal schön alle. Genau. So, hier sind wir im Gastrobereich. Hier gibt es dann auch. Naja, keine Sterneküche, aber hier gibt es mal lecker Schnitzelpommes oder Kürbispommes, kann man dann hier auch schon mal essen. Beim schönen Wetter kann man sich auch draußen schon mal auf dem Balkon aufhalten, Eis essen oder einen Kaffee trinken. Das machen wir gleich, wir trinken gleich einen Kaffee. Ja, mit schönem Ausblick über den Hafen in Speyer, und den Yachthafen in Speyer, der Rhein direkt nebenan. Wir hatten einen ganz tollen Tag heute bei Sea Life Speyer. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken beim Herrn Hadamek, der uns so toll geführt hat, und bei der Frau Christine Leingang. Genau, die Frau Christine Leingang ist nämlich die Managerin hier vom Sea Life Speyer. Sie konnte heute leider nicht dabei sein, aber der Herr Hadamek hat uns richtig schön geführt. Vielen Dank dafür. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. War ein toller Tag heute und ja, das können wir gerne mal wiederholen. Ja, sehr gerne. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt tatsächlich am Ende gekommen unserer Reportage. Das war ein ganz toller Tag, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit als Speyerer Unternehmen.
zwischen Sea Life und Speyer und Germ Protect SA GmbH, natürlich in Zusammenarbeit mit Hikvision Deutschland. Kommen Sie nach Speyer, besuchen Sie unsere Sea Life. Es ist ein tolles Erlebnis. Demnächst werden wir auch, es dauert nur ein paar Wochen, die Kamera aufbauen. Dann können Sie alles schön, alles sehen, was unter Wasser passiert. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie Spaß dran gehabt haben, würden wir uns sehr, sehr freuen über einen Daumen hoch. Abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und seien Sie gespannt auf die nächsten Videos, die in Zusammenhang mit Videoüberwachung, sonstige Überwachungssysteme oder Sicherheitssysteme von unserer Seite gezeigt werden. Ja, ich wollte mich auch noch bedanken. Ich hoffe, es hat Ihnen allen viel Spaß gemacht. Ich konnte ein paar kleine Eindrücke geben, was wir hier so alles so zeigen oder was es zu sehen gibt. Ich selber werde zwar nicht jede Führung selber machen, aber wir haben ein tolles Team von Besucherbetreuern, die sich gerne auch den Kindern dann auch annehmen, aber natürlich auch den Erwachsenen, um einfach ein bisschen was hinter der Technik zu sehen oder hinter den Häusern und Räumen was sehen zu können, was da so an technischen Sachen alles noch so verborgen ist, was man vielleicht sonst so nicht mitbekommt. Und mit dem Kamerasystem wäre vielleicht auch eine interessante Sache, um einfach mal näher noch an die Fischerei natürlich zu kommen. Natürlich. Ja. Herr Adamek. Gerne. Vielen lieben Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls. Vielen Dankeschön. Dank. Tschüss. Und einen schönen Tag noch wünsche ich. Dankeschön. Dankeschön.